Aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir? Bist du zufrieden, Charlie? Mit dem Abschluss und so. Ah, Sommerferien. Das wäre nochmal was. Sommerferien haben 6 Wochen frei. Das wäre ein Jackpot. Sollen wir einfach mal hier rumlaufen, ohne auf die Koordinaten zu achten? Oder ich achte mal nur auf die Höhe. 23, okay, passt, ja. Okay. Top 3 von allen GG. Well done. Easy. Ja, passt, danke dir. Okay, den Brunnen müssen wir nicht rein, das wäre nämlich zu niedrig. Jetzt hier, guck, wenn wir den Händler... Und direkt wieder die Pfeile gönnen. Wir haben auch gerade 621. Da muss halt mehr sein, ne? 641, jetzt haben wir so langsam mal ein paar gute. Können wir was verkaufen? So, mal ganz mal nach Typ hier. Was haben wir denn hier? 19. Verkaufen mal 9. Sieben, 24. Verkaufen wir auch ein paar. Ich behalte ein paar fürs Upgraden, ne? Ich weiß nicht, was da für Mats kommen werden. Und da haben wir schon direkt wieder 5271. Wir bekommen für die Flossen 30. Kaufe ich mal 25. Ist insane, der Preis. Haben wir noch irgendwas überdurchschnittlich viel, was wir safe nicht benutzen? Smash. Smash Brothers. Alles klar, Alpha Hawk. Bis später. Der Bot hat was gegen Pommes. Warum? Ach so. Jetzt habe ich es gelesen. Wir könnten auch wieder noch eine Batterie erweitern, ne? Okay. 6 kamen wir. Listen. Hat er vielleicht was bezogen? Was habe ich überlesen? Ich habe alles geantwortet. Da ist die Kugel. Entschuldigung, aber das Ding steht leider nicht zum Verkauf. Um ganz ehrlich zu sein, würde ich mich mir allzu gern von diesem Staubfänger trennen, aber nun sein Besitz... Oh nein! Okay, wir müssen eine andere Quest machen. darf ich jetzt doch vielleicht rüber? Also, ich habe gar nichts gemacht. Okay. Ist mal ein bisschen Kroatien, wie lange bist du in Kroatien? Kroatien war ich auch noch nie. Tagebuch. Nebenaufgaben. So. Pontos, ein rauschebärtiges Mitglied der Karawanentruppe, ist Richtung Westen geflohen und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Im Trupp gilt die Regel, in der Notlage an einer auffälligen Stelle, zum Beispiel bei einem hohen Gebäude, auf Rettung zu warten. Da es in der Gegend jedoch noch auch viel Treibsand gibt, gestaltet sich die Suche nach ihm schwierig. Das wird er hier sein, ne? Hallo junger Mann, ich wette, du hast herausgefunden, wo Pontos sich aufhält. Ja, zu schön gewesen. Im Trupp gibt es eigentlich eine Regel für jeden Fall. Einen markanten Ort. Er ist also safe irgendwo runter. Viel Spaß, ich habe ewig gesucht. Wir lesen doch mal durch. Wo müssen wir hin? Ist in Richtung Westen. Da ist. Ich suche die ganze Zeit das Endzeichen. So. Also in die Richtung. Zufällig gefunden. Ah, da muss man schon ein bisschen Glück haben, ne? 2 Wochen, geil. Geil, ich hoffe, das ist eine gute Zeit, richtig gutes Wetter. Kann sich mal erholen. Aber ich würde Safe Code sagen,
Er ist an einer markanten Stelle, ja, aber er ist halt irgendwo runter. Er ist auf jeden Fall im Treibsand. Wir klettern mal da vorne hoch. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwo Treibsand sehen. Haut mal raus, Leute. Wie viele Stunden habt ihr eigentlich schon bei Zelda? Schon irgendeine über 200? Ey, hier war ich ja noch nie. Haus mit dicken Pool, geil. Einfach mal gönnen. 235 hast du, okay. Ist das hier schon eine markante Stelle? Also das hier können wir uns ja gut kurz anschauen. Aber ich würde behaupten, irgendwas mit Treibsand immer noch. Irgendwas mit Treibsand. Viele bekannten Stellen. Knapp 200, okay. Knapp 200. Ich glaube, nächste Woche werde ich die 200 knacken. Ich hoffe, wir sehen es einfach bei dieser wunderschönen Rode. Aber wir können ja auch nichts erkennen, ne? Und da waren wir auch noch nicht. Okay. Haben hier dieser Stock mit der Fahne irgendwas zu tun, dass er hier lang gelaufen ist oder so? Na gut. Suchen wir mal Treibsand. Lina, hast du denn jetzt auch ein Ziel bei Zelda? Was du noch machen willst? Winter, danke für die Likes. Mega korrekt. Oh, warte mal. Ist gerade richtig gehört. Ganzen Sammelkram noch, okay. Puh. Das bringt uns gar nichts, ne? Das bringt uns gar nichts. Wenn jetzt hier irgendwo Treibsand aufploppen würde, da hätte ich ein bisschen Hoffnung. Also ich kann auch schon manchmal die Kritik verstehen, dass man sagt, okay, die Map ist halt schön und gut, dass sie so groß ist. Aber sie ist oft auch wirklich sehr leer, ne? Oft ist sie sehr leer. Haben wir da irgendjemanden oder sind nur Gegner?
finde gut, dass du genauso lost bist. Also bin ich zu weit? Kann ich das irgendwie daraus so schließen? Darüber würde ich durch die Wüste nicht ganz so langweilig, aber... Ah, okay. Stimmt, mit der Sandrobe ist halt wirklich ein echt... Echt entspannter, ja, das ist jetzt ein bisschen meine Schuld. Hätte aber jetzt ein bisschen Angst, wenn ich die jetzt benutzen würde. Warum das denn, Honey? Warum muss so viel gehen? Es vibriert hier. Das hört sich nach einem Wurm an. Also fühlt sich nach einem Wurm an. Ist beantworten. Will ich's? Ich glaube, ich schnapp mir eine Sandrobbe und fahre hier mal ein bisschen lang. Ah, da ist einer. Da ist eine Robbe. Ich kann mir jetzt eine nehmen, ne? Robbe sagt nein. Wird der da unten sein? Wir holen uns erstmal die Robbe. Ach. Ein Wurm. Oh, ich sollte vorher was essen, ne? Und es ist warm. Reite mal in Moldora, es wäre geil, wenn das... Wow, wenn das gehen würde. Okay. Der hat uns nach oben gedeutet. Oh. Es hat gebrannt. Klasse bei dem Wetter. Was ist denn der Unterschied von gerade zu eben? Versteh's nicht. Bauch habt ihr gesagt, ne? Bauch streicheln. Zwei Truhen. Schön. Schön, danke. Ach, Siebener. Oh, yes. Oh, yes. 47. Malu, vielen Dank für die Likes. Ich küsse dem Wurm seine Augen. Dass er das irgendwo aufgeschnappt hat. So, jetzt schnappen wir uns eine Robbe und suchen den Vermissten. Oh, oh. Nein, nicht schlagen, nicht schlagen. Jetzt könnt ihr drauf, Jungs und Mädels. Ja, mach doch jetzt. Danke. Die Robben denn hin? Oh, ich brauchte doch eben noch einen Stein. Ja. Yeah. Perfekt. Gut, das haben wir da auch geklärt. Jetzt müssen wir kurz noch eine Robbe klauen. Aber wir geben die zurück, ne? Muss sich keiner beschweren. Ist hier eigentlich von dem Gerät hier ein Bild? Ja, alles klar. Daniel. Wie kann ich helfen? Die Robben sind weg. Warum erinnerst du mich an sowas?
Warum tun sie dies? Wo ist denn der Bre? Musst du doch wissen, ja, schon, aber... Kann man doch vergessen. Was ist denn im Spiel eine markante Stelle? Ja gut. Die Mauer gefallen wurde, war es auch kein Todestag. Da ist wieder so einer dabei, der eine Zipfelmütze auf hat, ne? Ey, hier. Ich glaube, ich bin zu weit. Oh, die gehen mir schon ein bisschen auf die Nerven, ne? Komm, wir lesen wir doch mal. Ich laufe seit einer Stunde durch die Wüste. Cool. Motiviert einen richtig. In einer Notlage, in einer auffälligen Stelle, zum Beispiel in hohen Gebäuden, auf Rettung zu warten. Auffällige Stellen. Ah, oh, Moment mal. Ist das eine Truhe? Ich glaube, das ist keine Truhe. Ich glaube, das ist wieder so ein Fieser. Da haben wir's. Was machen wir denn jetzt? Macht man die so? Wow. Na gut. Oh, kommt der Kollege her. Es wäre natürlich krass, weil da vorne die ganze Zeit die Steine runtergekommen sind, wenn der da oben irgendwo hängt. Na, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da können wir was bauen. Oh, nee. Das darf nicht wahr sein. Da ist ein Freund. Gott, oh Gott. Ich meine, das Ganze, was wir uns hier auch gerade angeschaut haben, das ist alles, aber nicht hoch. Ich hoffe, die Switch kriegt das hin, wenn ich so weit irgendwo hingucke. Dass sie auch angezeigt wird. Tja, die Robben sind weg. Ah, da ist der Osten. Hm. Ich finde das Rätsel nicht gut beschrieben. In einer Notlage an einer auffälligen Stelle, zum Beispiel bei einem hohen Gebäude und auf die Rettung zu warten. Und dagegen noch aussieht auf teilweise gestaltet. Ich suche echt schwierig. Okay. Also ich kann mir halt vorstellen, dass der Safe nicht in einem hohen Gebäude ist. Beziehungsweise, dass sowas ein hohes Gebäude sein kann. An der Himmelsrichtung anpassen, das ist schon echt eine Frechheit. Dann ist quasi die komplette Quest... Ist der nicht im Westen? Ja, Südwesten. Dann kann er ja... Ist er direkt im Wüstengraben da vorne? Das wird doch echt zur Quest passen. Also, entweder ist er jetzt da in einem Graben drinne, oder wir müssen hinter Gerudo-Stadt in Südwesten gehen.
Moin, Dev, ich grüße dich. Alles gut bei dir? Schauen wir mal, was wird. Was wird? Der Sound muss kommen. Der Sound muss kommen. Mir geht's soweit gut, danke der Nachfrage. Okay, da hinten ist der Schrein, der wird ja nicht sein. Was wird wohl kommen? Wir schauen mal hier unten. Auf jeden Fall eine Truhe. Die geht's auch gut, nice. Das freut mich zu lesen. Kurz Fenster zu machen, schönen Abend noch. 18er Base Damage, stark. Stark, stark, stark. Den 6er raus. Zurück, Alina. Da waren sie ja lang unterwegs. Ist natürlich auch schon gut was los, ne? Eigentlich ein gutes Zeichen, dass er vielleicht hier rumhängt. Für nächsten Tipps einfach Bescheid, okay. Die Nachricht ist eigentlich keine gute Nachricht. Dann bin ich falsch. Okay, ich habe ein bisschen mit dem Kock gerechnet. Okay, hier unten ist er auch nicht. Dann gehen wir weiter in den Südwesten. Vielleicht mich ja verunsichern. Okay, ein Tipp hätte ich gerne. Ist der in Gerudo-Stadt? Nein. Oh, Gott sei Dank, das wäre nämlich echt bad. So, hier Südwesten ist dann circa noch ein bisschen hier runter. Und dann schauen wir mal hier vorne zum Beispiel auf dem Gebäude. Vielleicht ist er doch irgendwo oben. Ach krass, bei dem Wetter seid ihr Rad gefahren. Ey, holy shit. Wie weit seid ihr gefahren? Oh, schöner Sidekick hier. 20 Kilometer stark. Was? Klick darum. Achso. Meloni, Meloni. Ah, lol. Ich habe noch gesehen. Ich bin eigentlich nur mal hier wieder zurückgekommen. Bestimmt genau Pfeile drin. Ist sie hier oben drauf? Ist sie hier drin? Vielleicht versteckt sie sich auch irgendwo. Warum gibt es die ganzen Mats? Interessant. Und hier. Oh, eine Blume. Was war... Oh Gott, was war denn mal mit der Blume?
hittet und kriegt dann direkt von der Seite hier vom Kollegen eine rein. Da muss ich schnell sein, weil wir kriegen jetzt auch eine auf die 12. Wie viele sind denn da? Oh, nice, Mates. Okay, es hat gar nichts gebracht, okay. Aber sah cool aus. Natürlich, ich auf dem Fahrrad. Ich gehe eher zu Fuß. Ja. Die Truhe hast du auch noch nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier im Sonnenlicht was tun, ne? Was ist denn da? Das ist eine Truhe davor. Aber dafür müsste erstmal davor. Das Ding wegkriegen und dann irgendwie Licht dran. Komisch halt, dass hier die ganzen Sachen hier halt rumliegen. Was bringt das einem? Was können wir damit nochmal machen? Okay. Haben wir gemacht. Lassen Fahrrad, da sehe ich mich schon. Muss mit A fangen. Ah, okay. Ich wusste es nicht mehr. Im Lastenfahrrad sehe ich mich auch liegen. Das ist wirklich echt komisch hier mit den ganzen Jump Pads. Rakete. Markus, sieh das? Ja, genau. Ja, genau. Wie ein König kutschieren lassen, da sehe ich mich. Die geben einen Krog. Okay, nice. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ewig nicht mehr gesehen. Was schliff? Du hast die Truhe, GZ. Was ist denn hier mit dem... Okay, mit dem Schild, da passiert auch nichts. Sonnenschild. Vielleicht muss aber wirklich Tag sein. Mit dem Sonnenschild könnte das klappen. Aber okay, wir müssen weiter in den Südwesten. Röstfrostmittel. Müsst ihr sowas auch fotografieren? Gott sei Dank nicht. Oben steht nur ein Kollege nicht drauf, nicht unserer. Das ist kein Lichtsensor. Dann hätte ich jetzt schon wieder eine Idee. Schade. Dann ist meine Idee auch schon wieder weg. Kommt das Ding vielleicht bekannt vor? Ja, halt aus dem Tempel, ne? Und ich hätte gesagt, mit dem Spiegel halt drauf. Aber vielleicht braucht man da ja auch Strom. Ah, okay. Okay, es hat mich verwirrt, dass die Frucht halt nicht geklappt hat. First try wieder! Wieder beim allerersten Mal!
Dann gehen wir kurz zurück. Und holen uns auch noch die andere Truhe ab. Ist hier oben auch noch was? Nö. Andere Truhe hier. Vorne war noch eine zweite. Aldina, andere Frage. Oh, nee, die Frage kann ich nicht stellen. Das ist mir zu viel Spoiler. Hallo. Stell sie. Nee, noch nicht. Ich guck noch ein bisschen. Doch, ich hab kann die Frage gut stellen. Doch. Muss ich etwas sprengen, um an den Dude dran zu kommen? Nein, okay. Nö, also die nerven wirklich. Also die Belohnung von denen. Nee. Boah, nerven aber wirklich, ne? Ja. Ach, ich gehe da jetzt nicht nochmal rein. Also. Nee, ich weiß nicht. Da vorne ist ja Feuer. Vielleicht hat er sich ein Feuerchen gemacht. Ist aber halt auch keine hohe Stelle, ne? Also nicht wirklich. Und wir wollten einfach heute nur kurz ein paar Quests in Gerudo machen, wa? Aber gehört dazu. Das ist ein bisschen lustig. Na, geht. Geht. Übergangsareal der Südoase. Wunderbar, was denn? Ja, du bist doch der Voy, der seit er mit den Kriegerinnen aus der Stadt gekämpft hat. Dies ist der Übergangsareal für die Gerudo-Kriegerin. Sie durchlaufen ein hartes Training bei dem in der Wüste außer... Ja, okay. Ist das Startpunkt fürs Wüstenrennen. Meine Pflicht ist es, das Rennen zu beaufsichtigen und Hilfestellung zu geben. Ursprünglich war es nur Gerudo-Kriegerin gestattet, an diesem gefährlichen Training teilzunehmen. Aber da du an unserer Seite gekämpft hast, machen wir für dich eine Ausnahme. Ja, los geht's. Ab jetzt bist du bei mir aber in Kriegerausbildung. Mach dich bereit, ich werde dich nämlich ganz schön schlauchen. Bevor es losgeht, erkläre ich dir die Regeln. Musst du 7 Tore in der Wüste passieren und das Ziel erreichen. Und mit eigener Kraft durch die Wüste zu rennen, ist extrem anstrengend. Setze alles ein, was dir irgendwie hilft. Ja gut, brauche ich eine Robbe. Ich brauche eine Robbe. Das brauchen wir nicht machen. Nein. Nein, also. Da baut man auch was, ne? Ja, hier sieht man schon die Räder und so. Oder Fliegen. Okay. Ich markiere mir das mal. Das machen wir wann anders. Ich würde gerne jetzt wirklich straight die Questlinie jetzt hier irgendwie mal beenden. Ja. Jetzt wird das jedes Mal zurückgepfiffen. Ein andermal. Danke. Komm zurück, Alphahawk. Okay, kurze Frage, Alina, weil du meinst, das ist witzig. Ich mache mir das ganze Gedanken.
Ist der Bray hier in der Höhle? Ist er in Zentral-Gerudo? Nein, okay. Okay, hier ist nichts drauf. Da oben vielleicht. Ist halt auch komisch. Beim Schreien direkt auch nicht. Und da unten steht der andere NPC rum. Ah, ich bin schon echt weit im Südwesten. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Wo zur Hölle soll der denn sein? Also, wir sind im Südwesten gelaufen. Da ist es. Wir sind noch sehr weit im Süden. Wir müssen mal dahin. Ich bin schon dran vorbeigelaufen. Heißt die Fahrt des Helden? Das verwirrte Karawanenmitglied. Machen wir jetzt gerade, weil wir sonst ja an die Kugel dran kommen, ne? Da vorne ist halt Gerudo-Stadt, ne? Und hier vorne... Fahrt des Helden. Ah, lol. Und ich dachte, du hast gerade eine Questlinie raus. Dann können wir mal nach hier gehen, wa? Direkt hier rüber. Da vorne ist eine markante Stelle. Was, wenn das irgendwo gefangen gehalten wird? Ich meine, die Stellen, da kennt man ja auch gut, ne? Ist irgendwie am Ende. Nee, ich glaube, ich bin da gerade eher extrem von genervt. Weil es ja nicht mit Westen und Südwesten war. Das nervt schon extrem. Oh, er ist ja auf jeden Fall nicht in Gerudo, ne? Das hatte ich ja eben gefragt. Mit dem Bre, ja, den haben wir schon gesehen. Hier ist auch keiner. Was suchen wir eigentlich? Also, wir haben hier die Quest. Das verirrte Karawanenmitglied. Das muss ich finden, sonst komme ich nicht an die besagten Kugel dran. Und den suche ich jetzt. Und es fing schon damit an, dass der Twitch-Chat mir geholfen hat. Da steht nämlich, dass er sich im Westen... Er ist in Richtung Westen gelaufen. Und er ist eigentlich eher Richtung Südwesten. Vom Bazar. Du meinst jetzt von der Oase aus, ne? Eher im Südwesten. Das ist ein bisschen belastend, die Quest. Aber... Ja, so eine Seife waschen. Wo bist du? Ich bin bei der Oase jetzt. Da vorne steht der Typ. Die beiden sind das. Da ist die Kugel. Und dem wir suchen, gehört die Kugel. Und deswegen dürfen wir die nicht nehmen. Also das ist schon ein bisschen sass, dass hier ein Feuer ist, ne? Schauen wir mal.
Ja, keine Ahnung, hier ist keiner. Gibt es hier irgendwo den nächsten Turm? Blind. Puh. Ah, okay. Ja, nee, keine Ahnung. Was heißt ärgern? Es fängt schon an mit der Himmelsrichtung so. Ah, das ist für mich mega nervig. Mit Tanzapfen ins Feuer wirst, dann kannst du die Rivali hochfliegen. Stimmt, es entsteht dann sowas, ja. Ja, das stimmt. Nee, mit dem will ich auch gar nicht reden, ja, hier. Kannst du dich bedanken bei dem Quest-Designer, aber kacke. Gib mir jetzt Mayonnaise und sie gehen wir hier raus. Nee, sowas stört mich extrem. Und wir gucken uns doch mal Westen an. Das ist actually eher Süden anstatt Südwesten. Das sind nicht mehr Übersetzungsfehler. Nee, Kackquest wirklich mega unnötig. Auch dann halt diesen Zwang dann da reinzubringen, diese Quest machen zu müssen. Gott, wie groß ist die denn jetzt? Oh mein Gott, wie groß ist es hier? Und die gehen nicht kaputt? Wo ist eigentlich mein... Ich habe drei Leute, mit denen ich unterwegs bin. Ich brauche gerade einen. Im Juno? Ja, wo ist er? Und alle da bis auf Juno. Da ist er auf einmal. Unglaublich. Ach, wir mussten ihn rausbringen. Das wäre schon. Ne. Nein. Das ist so eine Quest. Das ist die erste Quest, die ich skippe. Da möchte ich nichts zu tun haben. Der soll mir gleich die Kugel geben. Nicht falsch verstehen. Er soll sich nicht die Kugel geben. Er soll mir seine Kugel geben. Ausdauerkrabbe. Wir schauen mal kurz noch in den anderen. Okay, ich bin wieder am Struggeln. Grüß dich, Robin. Robin war doch richtig, oder? Oh, ich hab Mayo. Ich hab Mayo. Hast du heute sowas? Nee. Wir haben bei den Gerudas so viel zu tun. Oder machen wir nicht Zoras? Ich bin mir actually nicht mehr sicher, ob wir das diese Woche machen. Weil ich will nach Kakariko. Und... ich will die beiden Feen machen, die großen. Du konntest die Quest noch was retten. Ey, du hast mir auf jeden Fall Zeit gespart. Also... da bin ich schon sehr dankbar. Weißt du, das Wichtigste, das Allerwichtigste ist die Richtung. Und die gibt man falsch an. Ja, war ja schon ein Riesentipp mit dem Südwesten, ne? Ja, mach erstmal das alles, was du vorhast, die Zoras nicht weg. Ja, genau. Wir haben ja noch genug Zeit. Wir haben ja genug Zeit. Das stresst ja nicht. Ich habe immer nur so ein bisschen Angst zu spoilern. Das war es auch. Schon mir auch.
Okay.